Ja, da will man sich zum Entspannen im Garten ein bisschen zurückziehen, ne? Und dann, ja, keine Ahnung, was das für ein Scheißgeräusch ist. Jedenfalls, es nervt total. Na gut, werde ich dann meinen Weg hier vorn wahrscheinlich mit meinem Rasenmäher dann ein bisschen bearbeiten. Der ist nämlich auch ziemlich laut. Dann kann ich mich einreihen in diesen Lärm hier. Na gut, aber da euch anderen der Garten von mir mal interessiert, ne, machen wir erstmal einen kleinen Rundgang. Also. Hier ist das Feuchtgebiet des Gartens, wenn man es so ausdrücken will. Hallo, Grüße! Ah, die Fische sind halt ein bisschen scheu, so wie es ausschaut. Oder? Hm. Ja, denen ist halt auch ein bisschen laut hier. Ja, dann, ja, sowas gehört normalerweise nicht in eine Gartenanlage rein. Aber bei mir durften sie stehen bleiben, weil ich den Garten so übernommen habe, da standen die Bäume schon. Mal gucken, wann der Vorstand entschließt, die wegzumachen, weil sie sind ja wirklich ziemlich sinnlos in einem Nutzgarten. Ne? Ziehen einen Haufen Feuchtigkeit aus der Erde und ja, wenn man daneben den Apfelbaum stehen hat, tut es dem auch nicht ganz so gut. Mini-Äpfel und total verkorkst. Ja, genauso wie hier drüben, da dürfte auch zu nah dran stehen. Aber so lernt man dann halt, ne? Ja. Hier haben wir so einen komischen, wie will man das nennen? Das ist jedenfalls drei verschiedene Apfelbäume auf einen Apfelbaum drauf gepropft. Also richtig was Natürliches ist das da nicht. Angeblich hat man dann drei verschiedene Apfelarten da dran, aber naja, dieses Jahr hat er wenigstens überhaupt ein paar Äpfel. Letztes Jahr hat er überhaupt keine Äpfel gehabt. Mal gucken, ob der sich irgendwie wieder ordentlich regenerieren kann. Ja, dann kommen wir hier zum Erdbirnen halt, ne? Das Wort kann ich mir ewig nicht merken. Erdbirnenfeld. Diese Süßkartoffeln da, die man viel öfter ernten kann als Kartoffeln. Ja, die dürfen dann noch ein bisschen höher werden, die Pflanzen hier, so 2-3 Meter hoch ungefähr. Und man kann sie auch im Winter ernten. Ne? Wenn ich im Winter dann mal Hunger haben sollte, kann ich hier vorbeikommen und mir ein paar von denen ausbuddeln. Wenn die Tiere nicht eher gewesen sind, heißt es. Weil ich glaube, Wühlmäuse gehen auch übelst auf die Dinger ab. Ja, werden wir mal sehen, wer sich hier von uns beiden durchsetzt. Ja, das wird dann auch irgendwann nochmal ein Beet werden. Blumenrabatte. Na gut, sehr viele Blumen sind da nicht. Ja, den Apfelbaum kennt ihr jetzt auch schon, ne? Dieses Jahr habe ich keinen Vogel daneben begraben, sondern dieses Jahr habe ich eine tote Wühlmaus gefunden, die ich dann hier begraben habe. Mal gucken, ob das irgendwas hilft. Bis jetzt schaut da schon ganz gut aus. Ja, dann haben wir hier drüben einen kleinen Unterstand gebastelt für Igel oder Schlangen oder was auch immer da drin dann wohnen mag. Ja, ich habe mein Geästicht zum Höhenfeuer nicht fortgeschafft. Ne? Also einmal im Jahr schaffen die ganzen Leute ja hier ihr ganzes altes Holzzeugs auf einen großen Haufen, dann zünden sie es an und feiern. Ne? Ja, da habe ich mich nicht mit beteiligt dieses Jahr. Gut, wo machen wir weiter? Ja, Müll muss auch mal abgeholt werden. Das ist mein Wasserfass. Noch nichts mit Schaubergerbelebung drin, kommt aber auch noch. Ja, hier haben wir das zweite Erdbirnenfeld. Ne? So hatte ich mir das jedenfalls gedacht damals. Aber wie ihr schon seht, die Schnecken waren richtig aktiv gewesen dieses Jahr. Ja, da konnte ich das mal beobachten, weil die anderen Permagärtner haben da ja erzählt, die Schnecken fressen sowieso nur das weg, was keine Chance hätte zu überleben. Und so wie es hier ausschaut, habe ich diese Erdbirnenpflanzen ziemlich nah aneinander gebaut. Ja, die haben sie schon komplett weggefressen und das heißt, es ist eine sehr, sehr schwache Pflanze gewesen. Da haben sich die Schnecken natürlich genüsslich drüber gemacht. Ne? Ja, aber hier hat es auch eine Pflanze geschafft.
Die ist richtig schön stark. Da sind die Schnecken fast überhaupt nicht rangegangen. Die haben sie mal ein bisschen versucht anzufressen, aber irgendwie scheint es denen dann gar nicht geschmeckt zu haben. Und dann haben sie sich eher auf diese Nachbarpflanze gestürzt, ne? Die ein bisschen kleiner ist. Ja, und jetzt kann die stärkste Pflanze von dem Ganzen hier sich behaupten. Schon interessant, wenn man die Natur so ein bisschen beobachtet. Ja, ob ich die Bäumchen stehen lasse, weiß ich auch noch nicht so richtig. Die kamen jetzt einfach so, die sind hier von dem Pflaumenbaum. Ja, dieses Jahr hat er wenigstens wieder ein paar Pflaumen. Okay, Pflaumen sind sowieso nicht jedes Jahr, ne, habe ich mir das sagen lassen. Also jedes Jahr tragen die Bäume nicht. Na, mal gucken, wann die hier so fertig werden, so ungefähr. Ja, auf den Sanddorn dieses Jahr freue ich mich auch wieder ganz besonders. Der vermehrt sich auch immer weiter. Ja, so eine Hütte hier. Ha? So eine Hütte als Wohnhütte. Ja, ich warte noch, bis das ganz zugewachsen ist. Aber jedenfalls ist das der einzige Ort im Sommer zurzeit, wo es noch etwas kühler ist. Ja, ist schon genial, diese Pflanzungen hier, die von selber wachsen. So, dann kommen wir ins Gewächshaus. Da haben wir jetzt nur noch Tomaten drin. Ja, ich ein bisschen spät gepflanzt, deshalb ja, Blüten sind da, Tomaten sind noch keine dran. Aber hier die Kriebel. Da hat die Kripo richtig Spaß gehabt wahrscheinlich, mir die hier wegzuschneiden. Ja, 10 Stück haben sie gesagt, sollen hier drin gestanden haben. Hey, ich habe sie nicht gezählt, keine Ahnung. Jedenfalls ziemlich traurig, was passieren kann, wenn man einfach nur einen Samen in die Erde pflanzt. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Der THC-Gehalt davon wird jetzt bestimmt. Mal gucken. Ja, das ist mein Komposthaufen gewesen. Ja, da wachsen jetzt Kartoffeln drauf. Und was das hier für Pflanzen sind, das könnt ihr mir mal erklären. Die wachsen jetzt schon das dritte Jahr hier auf meinem Komposthaufen. Ich habe mich noch nicht getraut, die mal zu kosten oder irgendwie was anderes damit zu machen. Aber irgendwie, kein Schwein kennt die Dinger, egal wen ich frage. Die wachsen hier einfach so. Ja, und da. Auch noch irgendwann mal raus. Ja, dann gehen wir weiter. Das war dieses allererste Komplett-Permabeet, was ich mir angelegt hatte. Ja, ja. Geht bis dahinter. Ja, also Pappe unten hin, dann Mist drauf und dann einfach machen lassen. Und bei mir hat sich da die Brombeere gedacht, hier möchte ich wachsen. So sehen die Brombeeren normal aus, wenn sie in der normalen Wiese hochkommen, ziemlich klein und mickrig. Ja, aber hier auf diesem errichteten Permabeet, wow, da habe ich Arbeit zu ernten. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich esse ganz gern Brombeeren. Ja gut, jetzt haben wir natürlich auch Quecken mit hier drin, ne? Diese komischen Schlingpflanzen sehen zwar schön aus, wenn sie blühen, aber ob die ganz so optimal für die Pflanzen sind, naja, gut, okay. Alle beide leben. Ne? Zuerst habe ich gedacht, die eine Pflanze wirkt die andere Pflanze ab, aber irgendwie kommen die in Symbiose doch ganz gut zurecht. Ja, Erdbeersaison ist natürlich schon vorbei. Dann haben wir hier noch einen Haufen andere Pflanzen drin, wo ich erstmal rauskriegen muss, was es war, was es gewesen ist. Alles so eine Sache. Wenn man so in diesem freien Energiethema festhängt, dann ja, konzentriert man sich nochmal ganz so sehr auf die Natur. Da muss ich mal wieder einen besseren Ausgleich irgendwie hinkriegen, weil ja, mein Maggi-Kraut habe ich dieses Jahr überhaupt nicht geerntet. Irgendwie so ein Kraut, was man die Suppe mit dran machen kann, die dann viel besser schmeckt. Und um meinen Meerrettich habe ich mich dieses Jahr auch noch gar nicht gekümmert.
Naja, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr, ne? Ja, hier hinten kommen dann Himbeeren. Tja. Und hier, diese Riesenpflanze begibt sich jetzt auch so langsam Richtung Permabeet. Ja, die wächst da richtig rein. Hier bei der Hütte fängt es zum Glück auch schon an, dass es zuwächst. Ja, mal gucken, wie viele Jahre das dauert, bis dann die komplette Hütte geschützt ist mit grünem Zeugs im Sommer. Ja, und dann muss ich aber mal auch noch mal die Kriminalpolizei richtig loben. Ne? Also ich habe da immer gehört, wenn die irgendwelche Durchsuchungen machen, sieht es danach immer aus wie Sau. Also bei mir haben sie es richtig schön ordentlich gelassen hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, die Bibliothek habe ich natürlich auch im Garten. Ne? Da kann ich dieses hier mal empfehlen, Lebensqualität und Wohlbefinden vom Horst Weyrich. Der hat eine ziemlich interessante Internetseite, wenn es um Natur und natürliches Leben geht. Ja, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ja, ein bisschen Plastiknahrung habe ich auch noch da, ne, Restbestände. Ganz so natürlich sind wir doch noch nicht. Ja, aber was mich dann schon ganz schön verblüfft hat nach dieser Durchsuchung der Kripo, war gewesen, dass sie dieses Ausgedruckte mir auf den Tisch hingelegt haben. Ja, also das hatte ich da mit drin gehabt und ich glaube, das haben sie sich ganz genau angeguckt. Na, immerhin. Da sind ja dann die Infos wenigstens dahin gekommen, wo sie hinkommen sollten, nicht? Ja, und dieser politisch korrekte Missbrauch geht anscheinend heutzutage immer noch weiter. Ne? Solche schönen Hochglanzprospekte bekommen unsere ganzen Volksvertreter frei Haus geliefert, ne? In die Rathäuser oder Landratsämter. Ne? Kriegen die alles komplett kostenlos. Ne? Von Bertelsmann Verlag auf alle Fälle. Und Thema Change. Chancen für Kinder, sie sind unsere Zukunft. Na, wollen wir einfach mal so durchblättern. Ne? Das Mädel kennt ihr alle von Vicky. Kein Thema. Ja, wollen wir uns einfach nur mal so ein bisschen diese Überschriften angucken. Ne? Hier, wer gewinnt die Stars? Ja. Alle Kids und VIPs, natürlich. Muss ja. Ne? Den Kindern gehört schon irgendwie die Zukunft. Aber wie werden sie programmiert, unsere Kiddies? Das ist die Frage. Na gut. Ja. Welche Chance hast du? Aha. Ja, das Thema zieht auch immer, ne? Vor allem bei Kiddies. Ja, nur in Berlin habe ich Jonas, das ist mein Freund, ein Pendlerkind, ne? Kleine Vierjährige, die immer hin und her pendeln muss, weil ihre Eltern verschiedene Jobs haben, ne? Oder auseinander sind. Ja, Pflegekinder sagen, ich weiß, dass ich eine ganz tolle Familie habe. Ne? Ist natürlich auch gut. Wir sind bei Children for a Better World. Aha, Kiddies vor einem Würfel. Mhm. Ja, und dann wird natürlich eingeredet hier. In der Stadt habe ich so viele Möglichkeiten. Ne? Ben zieht in die Stadt. Ne? Also auf in die Stadt, Kinder. Ne? Da ist es viel toller als auf dem blöden, schnöden Land. Ne? Ja, dann ist es natürlich auch toll, wenn man mehrere Väter hat, ne? Mehrere Väter und mehrere Eltern, ne? Ist ja alles ganz toll, wunderbar. Na gut, das Thema kennen wir auch schon zur Genüge, ne? Auf alle Fälle. Wo die Kiddies da ja wirklich am allerwenigsten dafür können, ne? Ja, das, was dann draus gemacht wird, ist dann halt die Frage. Ja, Bücher schreiben. Die Leitante, wir sind glücklich. Ja, Moment, ich wollte noch auf was ganz Besonderes hinaus. Und zwar. Na gut, der Kleine hat noch nie das Meer gesehen angeblich. Ne? Die hier wurden in irgendeiner
Großstadt-Idylle fotografiert. Ja, hier wollte ich drauf hinaus, ne? Das ist echt krass. So, Chancen für Kinder. Hier, auch wenn die St. Martin Grundschule von Spielhallen und Sexshops umrahmt wird, dominiert das Kinderlachen. Alles klar? Ja, ich muss sagen, diese Fotografen, die sind echte Profis. Dass man solche Bilder festhalten kann, ne? Echt krass. Ja, dann der Spruch dazu. Ja, und das Bild dazu, herrlich. Wunderbar. Viele wissen den Wert einer guten Ausbildung nicht zu schätzen. Nee, um Bildung geht's ja nicht, ne? Eine Ausbildung wollen wir haben, Leute. Hm? Genau, von der AWO. Ja, so schaut's aus. Und was das Thema freie Energie betrifft, kommt euch das irgendwo bekannt vor? Ich habe gerade nämlich das Thema Rodin Coil und diese Fotografen von diesen Bertelsmann-Vereinen. Ich will gar nicht so richtig wissen, was die wirklich wissen und wo es hingehen soll. Aber schon echt verblüffend, wenn man denkt, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen zu können. Naja, das kann ja heiter werden, Leute.